Wunderschönen guten Morgen. Sieht heute auch glücklich aus. Ja, miau. So, dann schauen wir mal, dass du das und alles da rein. Im Endeffekt ist unsere Truhe eh leer. Steine, ja, müssen wir wieder sammeln. Warte mal, die können hier auch noch rein. So, das kann raus. Hier kommen. Haben wir da nicht schon größtstärkere? Einmal, da haben wir Gold. Sieht aber jetzt nicht so aus. Das heißt, da bleiben erstmal die. Da haben wir Gold. Gold. Okay. Bam, bam, bam. Und die haben wir gar nicht drinnen. Aber habe ich da nicht schon... Da habe ich silberne. Achso, da habe ich goldene. Da habe ich goldene. Okay. Das heißt, im Grunde genommen kann das weg. Die Pilze haben wir hier rein. Passt schon. So. Die Glockerl sind noch immer nicht fertig. Die sind auch noch immer nicht fertig. Okay, naja, gut. Das heißt, da müssen wir noch warten. Da brauchen wir erstmal auch nicht mehr. So. Da ist auch noch nichts fertig. Okay. Wir sammeln ein. So, dann haben wir die Birnen. Mehr ist eh nicht hier. Da könnte man wieder was nachschmeißen. So. Okay, das andere braucht alles noch. Passt dann rein damit. Okay. Hier gehen wir danach herunter. Jetzt holen wir hier mal schnell. Ich bin gespannt, ob ich die jetzt doch... mir kommt vor letztens, ich habe die nicht rauslassen dürfen. Trotz schönem Wetter. Aber ich probiere nochmal. Ich probiere nochmal. So, weil es ist schön. Schau mal. Die wollen nicht, siehst du? Die haben kein... Die haben ein trauriges Gesicht drüber. Das heißt, die wollen nicht raus. Und jetzt sind die natürlich... Ich weiß nicht, ist das ein Bug oder... Im Sommer bei der ärgsten Hitze darf ich die ja auch rauslassen. Aber denen taugt es draußen gar nicht. Alter, wie cool sieht denn der Baum aus? Oh, sehr schön. Okay, wir nehmen das mit. Ich verkaufe erstmal. Ich probiere es jetzt auch noch mit den anderen Tieren. So, aber erstmal verkauft man das hier natürlich mal. Die können auch noch raus. Okay. Das hole ich auf eines zusammen, damit ich da nicht immer hin und her switchen muss. So, Dali. Hier ist natürlich auch alles nachgefüllt. Sehr gut. Dank unserem automatischen Fütterungsautomaten, keine Ahnung, unserem Fütterungsgerät. Jetzt bin ich gespannt, was die dazu sagen. Sonst rufe ich die gleich wieder zurück rein. Die sind alle traurig, trotz schönem Wetter im Winter. Ja, dann bleib drinnen. Dann brauche ich die anderen auch nicht probieren. Nee. So, ich würde gerne... Nehmen. So, diese Ente sitzt förmlich auf ihrem Ei.
Da war's. Da. So, okay. Da braucht man auch nichts machen. Das heißt, dann bleibt ihr drinnen. Finde ich eigentlich schade, dass man die den ganzen Winter nicht rauslässt. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher, ob wir die nicht im ganzen Sommer auch drin gehabt haben. Ganz jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. So, okay. Na gut, ja, ist ja kein Problem, dann bleiben die halt drin. Macht ja nichts. So, bevor ihr euch bewegt, hole ich mir die Eier noch. Jetzt dürft ihr euch bewegen, damit ich zu diesem Ei rankomme. Danke. Die Folgen, ne? Die haben gute Manieren gelernt. Die haben eine gute Erziehung genossen. Ich feiere die Bäume gerade voll. Hä? Die sehen ja ultra cool aus. So, und bei euch brauchen wir nur Futter nachfüllen. Okay. Die haben zum Beispiel noch gar nie draußen das gesehen. So. Passt. Dann... Ja, heute können wir uns die Schweine holen. Die Schweine holen. Sehr, sehr schön. Wir haben nur große Wolle. Natürlich. So, pass mal auf. Hier. Dann haben wir ein Wachtelei. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Haben wir sogar noch ein großes Wachtelei. Das haben wir auch noch rein. Und dann die kleinen... Die normalen Eier. So. Das ist die kleine Milch. Ah, okay. So. Dann belassen wir das erstmal so. Das kann rein, das kann rein. Das Ei kann rein. Die große Wolle kann rein. Kleine Wolle haben wir eh nichts. Ziegenmilch können wir... Was? Ach so, dann war das die Baumwolle. Okay. Ja, das wissen wir eh, dass die noch nicht gespendet ist. Die haben wir auch noch nicht raufgebracht. So. Dann kommt das natürlich wieder rein. Hier können wir wieder Blumen nachgeben. Also, bup, bup, bup. Sehr schön. Passt, dann haben wir das erledigt. Ah ja, und wisst ihr, was ich freigeschaltet habe? Den ultra großen Sprinkler. Ja, der ist so groß. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Ganze machen soll. Sehr, sehr cool. Das heißt, im Frühling dann. Ja, im Frühling dann. Wärmer. Die großen Sprinkler nehmen. Das heißt, warte mal, Essen kann hier sowieso mal raus. Eigentlich im Grunde genommen kann ich das alles verkaufen. Die würde ich tatsächlich lassen. Weg damit, weg damit. Okay. Steinsuppe kann weg. Tierzucht. Keine Ahnung, Tierzucht, gibt's das jetzt? Gibt's das nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß
Nichts. Bewegungsgeschwindigkeit, mach weg. So. Das kann alles erstmal. Alles rein. Das wissen wir alles. Das passt. Da haben wir erstmal auch genug. Ich tue da die Sachen jetzt noch mit rein. Okay. Dann schauen wir mal. Der Ranch hat geöffnet. Wir können unsere Schweine kaufen. Hi, hallo, warte mal. Ich habe sogar was für dich dabei. Magst du? Ja, bitte, gerne. Und du magst sowas auch? Okay. Dann will ich gerne Tiere kaufen. Und zwar Schweine. Gehen sich leider nur zwei aus. Aber alles nach der Reihe. So, pass auf. Der Schmied hat auch geöffnet. Wir gehen zum Schmied. Schauen, ob unsere Sense schon fertig ist. Ich laufe diesmal aber, dass wir wieder ein bisschen was einsammeln können. Aubergine. Weißt du, solche Sachen, dass wir wieder was bearbeiten können. So. Oder eben zum Verschenken. Hi! Bitteschön. So, du kriegst auch eine. Sonst ist niemand da. Okay. Im Grunde genommen hätte ich was mitnehmen können, gleich als nächstes zu verarbeiten. Aber schauen wir mal. Ja. Warte. Erstmal habe ich nichts mehr zum Verschenken. Da. Ich glaube, das gefällt ihm. Ja, ich möchte eigentlich so jetzt erhalten. Yay! Die erste Osmium. Wir haben 10, 11.000. Wir könnten im Grunde genommen... Ich hole schnell. Ach so, brauche ich ja Ding wieder dazu, gell? Naja, ist ja egal. Wir haben... Ja, kein Stress, weil uns geht sowieso das Geld langsam wieder aus. Wir müssen eh kleinweise wieder anfangen zu sparen. Und zwar brauche ich das. Ich würde tatsächlich die Spitzhacke mit hochnehmen. Und dann brauche ich hier noch die. Und ich habe keinen Seetang mehr. Okay, ist egal. Wir können auf jeden Fall... runtergehen ins Meer und wieder Seetang sammeln. Ich bräuchte nämlich eh noch für den Fütterungsautomaten brauche ich, glaube ich, auch Eisen. Eisen. Silberseetang, nicht Eisen. Silberseetang. So, Werkzeug kann ich nicht machen, weil das 20.000 kostet. Okay, dann war mein Weg sinnlos da hoch. Macht ja nichts. Wir bringen das jetzt heim. Wieder. Dann gehen wir verzaubern. So, warte. Einmal das kommt rein. Die Spitzhacke kommt rein. Die brauchen wir ja nicht. Hier kommt das Hartholz rein. Das kommt rein, obwohl ich da die Hälfte eigentlich... ja, weggeben kann, im Grunde genommen. Das kann sowieso weg. Okay. So, dann packen wir unsere 7 Sachen, die wir hier drinnen haben. Die natürlich nicht. Und wir gehen ins Dorf. Wir verzaubern unsere Sense. Und dann gehen wir ins Meer.
Ich glaube da Silber-Seetang-Essenz. Okay, ja, müssen wir dann zur Essenz machen. Macht ja nichts. Aber im Grunde genommen brauche ich Silber-Seetang. So. Da könnten wir im Grunde genommen, wenn jemand da ist, auch was verschenken. Hi. Ja, ist sonst noch jemand da? Ja, warte, warte, warte. Hier, du kriegst einen Grünkohl. Sonst, da steht noch zwei. Warte, hier, du, so. Nein! Ach, es wäre sich so schön ausgegangen. Haben wir sonst noch was? Nee, die Sachen gebe ich natürlich. Tut mir leid. Tut mir leid. So, und zwar. Die seltene Beute dazu. Seltene Beute, extra Beute, Trefferbeute. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Nee, das kannst du wegtun, einen mächtigen Treffer. Schneller Schwung kannst auch wegnehmen, braucht kein Mensch. Weil extra Beute, Erhalt von mehr Gegenständen, Chance auf Treffer, die Gegenstände abwerfen. Und hier die seltenen. Sehr, sehr cool, ja. Ja. Seltene Beute, 80%. Passt. Dann bringen wir das schnell noch heim. Obwohl es ist eh nur das eine. Holen wir uns gleich Silber-Seetang, das passt schon. Und mit dem zahlt sich dann schon aus, in so Minen gehen. So, das nehmen wir alles wieder mit. Ach so. Ja, das passt schon, wenn wir so lang gehen, das passt schon. Aber ich möchte das so. Wenn ich nach oben gehe, komme ich in die Bronze. Brauchen wir aber nicht. So, wir nehmen das. Gold würden wir auch brauchen. Sprich, wenn es wäre, können wir jederzeit dann auch noch hoch zum Gold. So. Aber siehst du, es geht zu flott. Noch dazu, jetzt wo wir die Flosse haben und nicht mehr mit Tauchanzug da sind, geht das Ganze noch viel flotter. So, du kommst auch her. Ein roter Seedrache, den haben wir ja eh schon gehabt. So, nur jetzt haben wir ihn eben auf einer besseren Qualität noch. Bam. Hi. Das nehmen wir alles mit. Das kommt noch mit. Das kommt noch mit. Die sexy Garnele nehmen wir auch mit. Ach, ist gar nicht mal. Ein Weißband-Butzergarnele. Der Hausmeister des Meeres befreit die Fische von Parasiten. Ah, den haben wir aber schon. Okay. So, da ist sonst soweit eh nix. Das Teil haben wir hier auch schon. Jetzt. So. Könnte man das hier auch wegnehmen. Alleine den Umfang, was wir jetzt auch schon beseitigen können, ist, glaube ich, auch jetzt größer. So, doppelter Fang, sehr schön. Ja, den haben wir schon.
Apropos, warte mal, was war denn eigentlich? Das ist, erhöht die Wachstumsrate ein wenig. Im Endeffekt, nee. Es wäre zwar interessant, vor allem wenn du weißt, okay, es geht sich nicht mehr aus, wie ich angepflanzt habe, dass du das draufhaust, wenn du es später halt noch draufhauen kannst, das weiß ich nicht. Dann ist es auf jeden Fall interessant, aber so finde ich jetzt das nicht. Wir haben ja Zeit. Irgendwann werden die Kisten so oder so alle überfüllt sein, so wie ich mich kenne. So wie es auch schon bei Staffel 1 war. Da war das ja enorm, ne? Mein Sammelwahnsinn. Die größten Kisten. Für jedes Teil, was ich anpflanzen konnte, habe ich einen großen Sprinkler gehabt. Also, puh, das war schon. Und zum Schluss habe ich nicht gewusst, was ich mit dem ganzen Geld anfange. So. Das war jetzt. Ein langer Freeze. So, Dolly, wir haben gleich die Runde geschafft, dann schnell heim. Inventar ist voll. Okay, das heißt, schauen wir noch, die kriegen wir nicht unter, ne? Okay. Dich? Ne, auch nicht. Da wären zwei. Oh nein. Warte, haben wir irgendwas? Du bist weg. Okay, dann bringen wir das ganz flott nach Hause. Verarbeiten das natürlich auch gleich. So, warte, warte, warte. Das kann weg. Das wissen wir alles schon. Okay, ups. Das heißt, hier kommt das wieder rein und im Dehydrator kommt das alles rein. Und der Rest wird hier drin dann gelagert erstmal. Das nicht. Glas brauche ich hier. Dann kommt das rein, Glas kommt rein und dann gehen wir noch mal runter. Das muss hier rein. Gold sie dann. Und vielleicht haben wir da auch noch Glück und kriegen auch noch ein neues Tier. Aber versteifen tue ich mich darauf nicht, weil ich nicht weiß, wie viele haben wir da überhaupt jetzt schon. Warte, ich schau mal. Gefangen, Meerestierchen. Okay, es fehlen uns auf jeden Fall schon noch welche. Okay. Dornenkronen, Seestern haben wir auch schon gehabt, ist mit Stacheln bedeckt, die den gesamten Körper wie eine Dornenkrone aussehen lassen. Ja, haben wir schon. Das ist eine sexy Garnele. Die ist ja ultra groß im Gegensatz zu der anderen. So habe ich die so verwechselt.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber kann passieren. Kann passieren. So, das nehmen wir mit. Was ich mit dem ganzen Salz mache, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das kann ich doch in der Mühle drinnen verarbeiten. Ich glaube, ja. Ja. Das werde ich dann gleich probieren, wenn wir heimkommen. So, warte. Das hier. Wie sieht's denn aus? Okay, aber da oben war noch was. Das würde ich gerne noch mit... Oha, gleich noch so viel. Da habe ich Salz übersehen. Und dann gehen wir unten nämlich lang. Da war der nächste Ruckel. Ich glaube, wir sind zu schnell im Meer. Das glaube ich, kann gut möglich sein, oder? So, okay, das heißt, wir könnten ruhig unten lang gehen. Achso, die ist nicht zum Fangen. Mit der können wir reden. So, warte, das nehmen wir mit. Ich könnte untenrum noch schauen, da ist eh nichts mehr. Okay. Ein Strudelwurm. Den haben wir schon gehabt, wirklich. Tatsächlich. Der hat ja einen coolen Namen. So, dann haben wir hier noch eine Muschel, da noch eine Muschel, da haben wir noch ein Seepferdchen. Ein dorniges Seepferdchen. So, das nehmen wir auch. Das nehmen wir mit, so. Und da, glaube ich, geht es dann schon runter. Ja, genau. Da kommen wir schon zum Ding-Seetang, zum Osmium-Seetang. Was wir im Grunde genommen aktuell genug zu Hause haben. So, hier machen wir noch schnell. Kabum. Alles sauber. Boah, ist er frech. Er scannt genauso schnell wie wir. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Jetzt müsste dann eigentlich im Grunde genommen das Inventar eh schon gleich voll sein. Da liegen sie wieder rüber. 1, 2, 3, 4. Natürlich nehmen wir alle mit. So, dann gehen wir hier hinten gleich lang. Hopp. Okay, das heißt, wir gehen hier lang. Und dann sind wir eh schon wieder im Kreis gewesen, geschwommen. So,
schnell alles noch raus aus dem Inventar. Sorry, okay. Das heißt, das kann raus. Das, das. Hier, glaube ich, wissen wir so gut wie alles schon. Der kann raus. So. Die Sachen werden weiterverarbeitet. Bup, 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 bup. Lass mal alles da. Und jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube, da kriege ich Salz raus. Ne? Ah, ah, ah. Und? Salz. Das heißt, das Salz haue ich hier unten rein. Okay. Ja, okay. Und im Grunde genommen könnte man direkt jetzt schauen gehen wegen Hartholz. So, das nehmen wir noch mit. Er ist hier. Ich weiß nie, wie ich das machen soll, genau. Keine Ahnung. Ah, der war so schnell weg. Da fliegt er. Da, Adlerspinner. Schwer zu kriegen. Passt. Ging es nicht mehr mit. Der müsste irgendwo stehen bleiben. So. Jetzt haben wir nur mehr D-Blätter-Quest, ne? D-Blatt. Grüner D. D-Blatt. Okay. Da hinten ist nach wie vor auch noch. So, da komme ich noch nicht hoch. Da braucht man im Endeffekt auch nichts. Alt. 700.000. Ja, das sind mal Summen, die wir später haben werden, aber nicht gerade jetzt. Jetzt müssen wir froh sein, dass wir mal alles irgendwie so zusammenkratzen können. Nee, du sollst ernten. So, warte, warte, warte. Da gehen wir nochmal runter. Dann nehmen wir nämlich den Grünkohl auch noch mit. Könnte man morgen wieder in die Fässer schmeißen. Heute laufe ich da nicht mehr runter. So. Obwohl im Grunde genommen, ja, ich habe sowieso keinen Platz. Die Truhe ist fast voll. So, das Einzige, wo ich heute noch nicht war, ist bei den Schweinen. Die sind hier. Die brauchen ganz flott Streicheleinheiten. Und dann braucht man für die hier einmal... Jetzt können wir es uns ja leisten. Diesen hier. Und diesen hier. Packen wir ein bisschen weiter oben hin. Der kommt dahin. Und der wird hier platziert. Und der macht das automatisch. Wie cool. Direkt mit Animation. Richtig, richtig nice. Okay. Das wird morgen wahrscheinlich auch fertig sein. Passt. Ach so. Ein bisschen am Platz haben wir ja. Können wir unten noch schnell voll machen. Wenigstens die Sachen, die Tierprodukte. So. Die sind...
Okay, so, hier haben wir 3. Das geht sich aus. Dann machen wir hier einmal. Und hier haben wir dann die Eier. So, warte. Das kommt hier hin. Und da. Passt. Kann das weg. Dann nehmen wir einmal großes Wolle, kleine Milch, Ziegenmilch, große Milch. Und da hätte ich noch ein kleines Ei. Ja, ja gut, das braucht man nicht. Klein, Ziege, groß und große Wolle. Das kann rein, das kann rein. Sonst eigentlich eh nichts. Eine Baumwolle, aber die wird wahrscheinlich jetzt nicht fertig. Ah, hier. Doch. Hätte ich einen zweiten mit. Ah, egal. Egal. So. Ja, haben wir es, weil wir Zeit haben. 22 Uhr, das passt. Da haben wir das hier noch schnell rein. Kakao, das geht hier nicht. Ginseng, Aubergine, der Grünkohl. Aubergine. Käse und solche Sachen kann ich hier drin nicht mehr weiterverarbeiten, ne? Ne, passt. Dann haben wir eh nichts mehr. Jetzt wird hier fertig. Nehmen wir die mal mit. Ach so. Ah, das sind Süßkartoffeln. Kürbis. 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 Ah, sinnlos eigentlich. So, Süßkartoffel haben wir jede Menge noch. Passt. Okay. Dann probieren wir, alles noch in die Verkaufstruhe zu geben, was reingeht. Der Rest muss morgen rein. Das hier. Das. Siehst du, das hat alles nicht mehr Platz. Okay, gut. Dann war es das für heute wieder. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.